geschah es, dass Harkin einem Gott trotzte. Er warf die Rune zur Seite und erschlug Antanas nur mit seinem Schwert. Damit brachte er die Kräfte der Welt wieder ins Gleichgewicht. Harkin fand auch das Gleichgewicht zwischen der Macht seines Schwerts und der Magie. Trotz der Zeichen auf seinem Gesicht zeigte er sich als erbarmungsvoller Mensch, der über die Gerechten wie die Ungerechten Gnade walten ließ. Harkin zeigte sich als Krieger, nicht als Gelehrter. Die Geheimnisse der Welt interessierten ihn nicht, selbst als sie zum Greifen nahe lagen. Er entschloss sich, über Antanas finstere Experimente hinwegzusehen. Dank Harkin wurde Jedka mit ihrer Familie wieder vereint. Der Schmied erhielt seinen Kristall zurück. Er bereiste wieder die Dimensionen und erforschte weiter die Runen. Harkin besiegelte das Schicksal beider Welten für eine lange Zeit. Die Geschichtsschreiber der Zukunft werden sich auf ewig fragen, was geschehen wäre, wenn Harkin sich anders entschieden hätte.